Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode der Alpenrevue. Diesmal kehre ich zurück zu meiner eher chronologischen Betrachtung der Alben von The Alan Parsons Project. Inzwischen sind wir hier bei dem Jahr 1984 angekommen und dem siebten Album mit dem Titel Ammonia Avenue. Wie ich schon angedeutet hatte, haben die meisten Alben von The Project ein eher softes Konzept. Sie sind häufig so eine Art Konzeptalbum, doch dies ist immer sehr unaufdringlich gehalten, sodass die meisten Hörer des Albums darauf auch nicht achten müssen, wenn sie nicht wollen. In diesem Sinne war Eve eine Art Konzeptalbum über Frauen, iRobot eine Art Konzeptalbum über Roboter, Pyramid eine Art Konzeptalbum über Esoterik und das Geschäftemachen, die Geschäftemacherei mit Aberglauben. Ammonia Avenue ist wohl so eine Art konzeptionelles Album, dessen Schwerpunkt bei dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft liegt oder bei den Missverständlichkeiten zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Einige der Lyrics scheinen um die Mechanisierung des Alltags zu kreisen und den möglichen Ausbruch des Individuums aus der dystopischen Beengung. Und an diesem Punkt denke ich es mir im Grunde ein wenig aus, aber es kann sein, eben, dass ich da viel zu viel hineinprojiziere. Der Albumtitel wurde wohl von einem Besuch Eric Wolfsons in einer Chemiefabrik inspiriert, wo er einen riesigen Strang aus Röhren sah, so groß wie eine Straße, und daran hing ein Schild mit der Aufschrift Ammonia Avenue. Ich finde diese LP ziemlich großartig, vorweg gesagt. Ich habe immer darauf bestanden, dass Alan Parsons Project in einer Reihe sieben wirklich makellose Alben herausgebracht hatten. Das hier ist das letzte in dieser Glücksreihe, das siebte eben. Würde man sehr streng sein wollen, so könnte man sagen, dass dieses Album tatsächlich einen gewissen Abstieg repräsentiert, verglichen mit den sechs Vorgängern. Aber ich finde auch, dass das ein Meckern auf sehr hohem Niveau ist. Das Album hat einen wirklich coolen Sound, der sehr modern ist, aber trotzdem auch sehr zeitlos und auf jeden Fall nicht unter den klanglichen Unarten leidet, die damals in der Mitte der 80er Jahre oft so üblich waren bei Musikproduktionen. Das Line-up hier ist recht klassisch. Wir haben Ian Berntsen an den Gitarren, Mel Collins spielt Saxophon, Stuart Elliott an den Drums, Alan Parsons ist natürlich hinter den Reglern des Mischpults, aber programmiert auch das Fairlight. David Payton spielt Bass. Andrew Powell ist wieder mit von der Partie als Orchester, Arrangeur und Dirigent. Und Eric Wolfson spielt diesmal alle Keyboards. Und es gibt dann natürlich, wie immer bei Alan Parsons Project, wechselnde Sänger. Bei dieser Produktion ist es erneut Lenny Zakatek an den Vocals, Colin Blunstone, Chris Rainbow und natürlich Eric Wolfson selbst. Das Album beginnt mit dem Track Primetime. Und das ist eine wundervolle Nummer, gesungen von Eric Wolfson. Das ist ein hervorragender Song mit einer intensiven, aber auch etwas mysteriösen Atmosphäre. Gefolgt wird dieser Track von Let Me Go Home, ein richtiger Kracher, gesungen von dem großartigen Lenny Zakatek. Und dieses Lied ist perfekt für seine Stimme. Der Song ist relativ kurz, aber zeigt eine wirklich schöne, komplexe Produktion mit allerlei spannenden Keyboard- und Bassspuren, die da zum Einsatz kommen. Das darauffolgende Lied ist One Good Reason, eine wirklich gute Komposition, gesungen von Eric Wolfson mit einer eindringlichen Stimmung. Das Schlagzeug von Stuart Elliott ist hier wirklich gut und aber wann ist Stuart Elliott nicht gut? Das ganze Lied hat aber etwas Hypnotisches, finde ich. Die vierte Nummer auf dieser Seite ist Since the Last Goodbye. Und das ist dann die erwartete
Ballade auf diesem Album, gesungen von Chris Rainbow. Und ich bin ja meistens nicht so scharf auf Balladen, das ist ja inzwischen, glaube ich, kein Geheimnis. Aber Chris Rainbow hat einfach diese großartige Stimme und einen hervorragenden Vortrag, also da kann ich auch nur hinhören. Somit würde ich so einen Track auch nie überspringen, wenn ich das Album höre. Und dieser Song hat so eine unterschwellige, interessante Atmosphäre, die sehr mysteriös und sogar auch ein wenig düster ist und sowas leicht Gotisches hat. Und alles in allem für eine Ballade ist das ein super interessanter Track. Und das fünfte Lied und das letzte auf der A-Seite ist Don't Answer Me. Okay, das ist jetzt sozusagen der offizielle Hit des Albums. Das Lied bekam sogar ein anständiges Musikvideo für die MTV-Ära, was bei dieser Band eher etwas Seltenes ist. Ich muss gestehen, dass ich lange Zeit den Song so gar nicht mochte. Es ist ein Lied, das im Grunde auf zwei Akkorden aufgebaut ist und darauf ausgelegt, dass Leute in einem Club dann schunkeln und dabei angezündetes Feuerzeug hochhalten. Also alles so Sachen, die mich persönlich nicht so interessieren. Somit war das tatsächlich der eine Track, den ich jahrzehntelang eher gemieden hatte. Ich meine, ich mochte das Lied, als es herauskam, aber da war ich 13 Jahre alt. Aber ich habe relativ schnell angefangen, es etwas zu verabscheuen. Aber Jahrzehnte später muss ich doch auch würdigen, dass es eine Kunst für sich ist, einen Hit zu schreiben, der eben einfach ist, eingängig ist und der auf einfachen Harmonien aufgebaut ist. Niemand soll denken, das sei einfach oder leicht. Und für mich besteht auch kein Zweifel daran, dass dieser Song für das ganze restliche Album bezahlte. Die Single war in allen möglichen Charts und das Lied hat ein sehr, sehr gutes Saxophon-Solo von keinem geringeren als Mel Collins. Und dann kommen wir zu der B-Seite oder Seite 2. Dieser beginnt mit dem Track Dancing on a High Wire und das ist ein Lied, das von dem großartigen Colin Blunstone gesungen wird, der Sänger von der Band The Zombies. Und dieser Track ist Alan Parsons Project pur. Hervorragende Komposition, toller Sound, sehr subtiles Gitarrensolo von Ian Branson. Also eine wirklich tolle Nummer und ein hervorragender Einstieg in die B-Seite. You Don't Believe ist dann der nächste Track und wird erneut von Lenny Zakatek gesungen und ist ebenfalls ein sehr cooler Song. Für mich ebenfalls eines der Highlights hier. Das Lied hat diese treibende, hypnotische Energie und ist sichtlich von dem rhythmischen Feeling von elektronischer Tanzmusik beeinflusst. Und nun, gewohnt an vorletzter Stelle, kommt das typische Alan Parsons Instrumental mit dem passenden Titel Pipeline. Das ist einer der besten aus dieser Kategorie oder Unterkategorie. Großartiger, treibender Bass von David Payton, pompöse Orchesterpassagen unter der Regie von Andrew Powell und dann dieses gigantische Saxophon-Solo von Mel Collins. Also diese Band war nun schon 8 Jahre dabei und trotzdem produzierten sie noch immer Tracks, die perfekt die Essenz dieses Projekts einfangen konnten. Das Album endet mit dem 6,5-minütigen Titeltrack Ammonia Avenue. Das Stück weckt Erinnerungen an Silence and Die von dem Eye in the Sky Album. Das Lied ist sehr ähnlich strukturiert und soll vermutlich denselben Effekt auf die Zuhörer haben. Diese Band war nicht darum verlegen, formelhaft Dinge zu wiederholen, wenn sie das Gefühl hatten, dass diese Dinge funktionierten. In der Mitte wartet dann ebenfalls eine explosive Instrumentalpassage auf uns mit viel Orchester. Das Lied hat ein recht Prog-Rock-artiges Feeling, fällt aber wohl unter Symphonic Rock, wenn man unbedingt all diese Kategorien anwenden möchte. Alles in allem, die Produktion bei diesem letzten Track ist wirklich hervorragend. Verlieren wir mal ein paar Worte über das Cover. Das ist eine sehr gelungene Arbeit und zählt zu einem der besten Cover für diese Band, finde ich. Das Design wird in der Regel Hypnosis zugeschrieben, doch genau genommen hatte sich die Coverschmiede Hypnosis zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst. Und das hier ist letztendlich eine Soloarbeit von Storm Thorgerson, denn Storm und
Aubrey Powell gingen zu diesem Zeitpunkt bereits getrennte Wege, während Peter Christopherson sich mehr auf seine Band Coil fokussierte, aber auch anfing, Musikvideos zu drehen. Und das hier war auch eine der ersten Designarbeiten von Storm Thorgerson nach dem Ende der Grafikagentur. Es lohnt sich vielleicht auch anzumerken, dass dieses Album ursprünglich als Doppelalbum angelegt war, was man dann aber doch als zu megalomanisch und quasi gefährlich ansah und lieber eine Menge Tracks erstmal einmottete, so dass man auf eine normale Albumlänge kam. Die meisten dieser verworfenen Tracks wurden dann ein Jahr später für das Folgealbum Vulture Culture ausgewählt. Und das ist ein ganz eigenes Thema. Aber kommerziell war Ammonia Avenue ein großer Erfolg und war übrigens das finanziell erfolgreichste Album dieser Band, auch wenn die Kritiken sehr gemischt waren. Und die Musikgeschichte hat ja ohnehin die ständige Angewohnheit, dass sich die historische Bewertung von Alben und ihre endgültige Popularität erst im Verlauf von kommenden Jahrzehnten so richtig sortiert. Heute gilt eher iRobot oder Turn of a Friendly Card als die wichtigsten Alben der Band. Aber damals war dieses Album hier sozusagen der Gipfelmoment dieser Band. Ich gebe diesem Album 4,5 Sterne. Ich schätze, ich habe es immer etwas höher gehalten als andere, die vielleicht diesem Album eher kritischer gegenüberstehen. Dennoch würde vermutlich niemand ernsthaft behaupten, das Album sei irgendwie schrecklich oder schlecht. Auf der anderen Seite hat das Rolling Stone Magazin nur 2 Sterne vergeben hier. Doch wenn es eine vorrangige Eigenschaft gibt, die ich dem Rolling Stone Magazin bescheinigen möchte, dann ist es ein wirklich gruseliger, schlechter Musikgeschmack. Das war also meine Betrachtung des 7. Albums von The Alan Parsons Project, Ammonia Avenue, aus dem Jahr 1984. Bis bald.